mit der bitteren Erkenntnis, dass fast alles, was als notwendige Maßnahmen in den 2, 3 Jahren durchgesetzt wurden, überflüssig, falsch, schädlich war. Und vor diesem Hintergrund spreche ich jetzt spätestens seit der Pandemie von einer Angstgesellschaft. Das ist eine neue Form einer destruktiven Gesellschaftsentwicklung, die dadurch auffällt, dass es eine massive politisch-medial gewollte und geschürte Panikmache gibt. Also es wird Angst politisch geschürt und medial ausgestaltet. Seit der Pandemie sind wir ja tagtäglich von solchen Nachrichten belastet worden. Wir haben schlimmste Bilder gesehen von Leichenbergen, von Särgen, von überfüllten Intensivstationen. Man sprach von einem Killer-Virus, Millionen Tote und so weiter und so weiter. Und das ist auffällig gewesen. Wieso macht die Politik eine solche Angst? Das ist ungewöhnlich, weil im Grunde genommen ja die zentrale politische Aufgabe darin besteht, die Menschen zu sichern, zu stabilisieren, ihnen gute Verhältnisse zu schaffen. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Pandemie jetzt zwar vorüber ist, mit der bitteren Erkenntnis, dass fast alles, was als notwendige Maßnahmen in den 2, 3 Jahren durchgesetzt wurden, überflüssig, falsch, schädlich war. Und es erfolgt im Grunde genommen bis jetzt keine wirklich öffentliche Aufarbeitung dieser schwerwiegenden politischen Fehlentscheidungen und der praktisch dem Verlust der demokratischen Verhältnisse. Diese Angst, die geschürt wird, wird im Grunde genommen fast ohne größere Pausen fortgeführt, jetzt mit der Angst vor dem Klimawandel und natürlich der zunehmenden Angst vor einem Krieg in Europa, einem Weltkrieg, einem Atomkrieg. Das sind ja erneut die Nachrichten, die uns ständig in Angst und Schrecken versetzen. Und jetzt wiederum das Auffällige an dieser angstmachenden Politik und der medialen Verbreitung von ängstigenden Nachrichten ist, dass eine Lösung angeboten wird, auch wieder propagandistisch, die ziemlich irrational ist.